when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Und dann kommt es halt auch noch auf die Dynamik an, ja, wenn jetzt jemand, wenn jetzt einer schwanger ist, also wenn jetzt ein Pärchen zusammen ein Kind bekommt, dann ist es vielleicht schon wichtig, dass die beiden, die das Kind gezeugt haben oder die Kinder gezeugt haben, nach Möglichkeit auch erstmal zusammen das machen. Und ja, weil das ja auch was Besonderes für die ist. Das hat auch wiederum nichts mit Besitzansprüchen zu tun, sondern mehr damit, dass du ja auch verbunden bist miteinander. Ne? Und das hat mich letztens halt echt geschockt, weil ich war ganz zufrieden damit, dass ich jetzt erstmal auch nicht wie meine Ex-Freundin das gemacht hat, die ist ja hingegangen hat, erstmal sich ausgelebt, was ich gut fand, weil sie durfte. Irgendwie durch mich durfte sie erstmal überhaupt erfahren, dass Sex überhaupt Spaß machen kann. Weil ja, es gibt wirklich viele Vollidioten, die überhaupt kein Feingefühl haben oder auch irgendwie es nicht für nötig halten, darauf zu achten, ob die Frau einen guten Orgasmus hat oder sich gut fühlt oder nicht. Ne? Und das alles. Und das ist halt, das ist irgendwie schade. Finde ich auch ein bisschen erschreckend. So. Aber Männer geben halt einen Fuck auf Frauen. Und ehrlich gesagt, manchmal gehen Frauen auch so scheiße mit Männern um, auch dann im Umkehrschluss, hat sie ja auch getan, auf irgendeine Art und Weise, dass man sich halt denkt, warum gebe ich überhaupt Fuck auf Frauen? Ja, irgendwie. Aber genau in die Einstellung willst du ja nicht reinkommen. Du willst ja in so eine positive Einstellung dir selbst gegenüber und den Frauen gegenüber und auch deiner eigenen Weiblichkeit gegenüber oder umgekehrt. Ne? Und das erreichst du natürlich nicht, indem du dann irgendwie einen Fakt drauf gibst, sondern indem du halt mal keinen Fakt gibst und das erstmal fühlst. So. Das meine ich ja. Und was ist der Unterschied zwischen Ficken und Lieben? Und was ist der Unterschied? Könnte man jetzt irgendwie, eigentlich könnte man sagen, Ficken ist eigentlich so eine Art Hass. Und eigentlich ist das Krieg. Also mir hat auch letztes Jahr eine gesagt sogar, Ficken ist für mich wie Krieg und was weiß ich. Weil die wurde halt auch sehr oft schon vergewaltigt. Und klar, das kann dann so werden, dieses Muster, aber es muss halt nicht so werden. Und ich denke mal, wenn man halt vergewaltigt wurde, dann muss man erstmal wieder lernen, überhaupt Vertrauen aufzubauen. Und es gibt halt viele Formen von Vergewaltigungen, ne? Auch Frauen vergewaltigen Männer, nur anders, meistens eher emotional. Ne, das Gefühl hatte ich dann halt auch, ne? Weil sie dann einfach sich nicht zurückgehalten hat. Gut, im ersten Moment habe ich es ihr echt gegönnt, aber dann war ich letztes Wochenende auf einer Party und konnte einfach nicht mich richtig auf die Party einlassen. Also am Anfang war es richtig gut und ich konnte mich echt entspannen und dann kam auf einmal so eine negative Schwingung rüber von ihr, gleichzeitig mit der Tatsache, dass ich noch spüren musste, wie sie Sex hatte mit irgendeinem anderen Kerl. Und ich wollte sie eigentlich gerade loslassen und dann werde ich wieder mit reingezogen in dieses Negative, was, ne, ich weiß nicht, am liebsten hätte ich sie vergessen, ne, weil sie wünscht sich das ja scheinbar auch. Oder wenn sie sich das nicht wünscht, dann muss sie mir das irgendwie klar machen. Aber irgendwie dann wieder so runtergezogen zu werden, ist halt schon scheiße. Und das ist halt das Ding so. Ich prangere das ein bisschen an, dass du so als schüchterner Mann im Prinzip einfach kaum eine Möglichkeit hast, mal dich von einer Ex-Partnerin zu befreien, die dir vielleicht nicht gut getan hat. Und die fickt da durch die Gegend mit 10, 20 Männern so. Ja, toll. Nee, denke ich, weiß ich nicht genau. Aber es spielt keine Rolle. Fakt ist auf jeden Fall, dass Frauen überhaupt sagen so, also ich finde es schon furchtbar, dass Frauen einfach meinen, ja, dann geh doch mal bumsen oder so, als wäre das so einfach. Gut, das mag vielleicht für irgendeinen Macho so einfach sein oder für irgendeine Frau, die das halt ständig macht, irgendeine Schlampe oder
keine Ahnung, ich will ja gar nicht Schlampe sagen, weißt du, so, ich bin ja selber eine Schlampe, ich schlampe halt durch die Gegend und habe halt so meine dreckige Hose und was weiß ich, das ist ja eigentlich eine Schlampe. Naja, aber egal, aber wie, warum bin ich denn ein Wussi, wenn ich einfach nur mehr Zeit brauche, mal abgesehen davon, dass das doch auch schon wieder einfach nur Mobbing ist. Und im Endeffekt, ja, alle regen sich ja drüber auf, wenn jemand mal einen Schwulen disst oder so. Alle regen sich ja drüber auf, wenn eine Frau als Schlampe bezeichnet wird. Aber wenn man einen Kerl als Wussi bezeichnet, obwohl man noch nicht mal getestet hat, so, weißt du, das ist doch eigentlich auch nur eine Art und Weise, wie Frauen ihre Unsicherheit überspielen. Der Kerl ist doch gar kein Wussi. Die Frauen haben sich nur nicht getraut, dem Wussi, wo sie denken, der will ja eh, oder kann ja eh nicht, der packt's ja eh nicht, sagt man, ja. Der packt's ja eh nicht. Ja, der nimmt mich nicht, das ist nämlich das Ding. Das ist eigentlich wie so eine Art Beschwerde, so, warum nimmst du mich nicht? Ja, vielleicht will er ja genommen werden. Ne? Und wenn er genommen werden will, warum gibt man es ihm dann nicht? Ne? Oder vielleicht will ja auch einfach gar niemand mehr genommen werden und man gibt sich einfach gegenseitig hin. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Nochmal eine andere Möglichkeit. Ne? Ich gebe mich gegenseitig hin. Wir geben uns einander hin. Und das ist gut. So. Und wenn ich nicht damit klarkomme, wie jemand aussieht, das hört sich zwar jetzt doof an, ne? Aber wenn ich nicht damit klarkomme, wie jemand aussieht, es ist keine Schande, die Augen zuzumachen und mal zu fühlen, weil man hat nämlich ein lebendiges Wesen vor sich. Und auch nicht jeder Hund sieht gut aus und die streichelt man doch auch trotzdem, oder? Ja, keine Ahnung. Jedes Lebewesen ist ein liebevolles Wesen. Und vielleicht mag der eine von außen aus verschiedenen Gründen gut oder nicht so gut aussehen. Manchmal hilft es sogar auch, wenn man gemobbt wurde oder nicht so gut aussieht, wenn man dadurch vielleicht andere Erfahrungen macht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ich bin gemobbt worden, auch wegen meinem Aussehen. Wobei das damals auch noch ein bisschen anders war als heute. Aber es spielt auch überhaupt gar keine Rolle, warum man gemobbt wird. Im Endeffekt wird man gemobbt. Und gemobbt werden ist einfach auch wieder nur so eine Art und Weise, wie jemand sich selber über andere stellt, um nicht preiszugeben, wie unsicher er eigentlich ist. Ne? Und wie viel Angst er davor hat, selbst gemobbt zu werden. Oder sie. Ne? Ja. Wollte ich mal so gesagt haben. Und ich denke mir halt, es gibt eine Möglichkeit, diese ganzen negativen Beziehungsmuster aufzulösen. Ne? Auch dieses, dass man den anderen dann vielleicht irgendwie hassen muss, um sich von ihm zu lösen. Auch das ist nicht nötig. Ne? Du kannst vielleicht kurz hassen, nur um mal kurz deine Wut rauszulassen. Ja? Aber man sollte sich halt nicht reinsteigern. Und du kannst auch einen Menschen über die Beziehung hinaus lieben. Und genauso wie die Menschen, die verstorben sind, sich besser fühlen, wenn wir ihnen nicht ewig nachtrauern, sondern die einfach über die Beziehung hinaus trotzdem weiter lieben. Genauso wie diese Geister das spüren und sich besser fühlen, wenn wir uns nicht wegen ihnen schlecht fühlen. Spüren auch unsere Ex-Partner, wenn es uns schlecht geht. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten der Reaktion. Entweder ich habe Mitgefühl mit meinem Ex-Partner oder ich habe kein Mitgefühl. Und dadurch kann ich das halt entweder auflösen oder nicht. Und wenn ich jetzt Mitgefühl mit meinem Ex-Partner habe, dann kann ich auch die positiven Dinge, die ich mit diesem Menschen erlebt habe, betonen und mich darauf konzentrieren. Und dann gibt mir das
eine positive Schwingung. Ne? Oder ich kann halt die ganze Zeit weiter mich darum ärgern und darüber nachdenken, was mein Ex-Partner für Fehler gemacht hat. Ne? Und was alles hätte besser sein können. Aber das bringt mich weiter. Deswegen, ich bin so ein Mensch, ich liebe einfach mehr oder weniger bedingungslos. Ich gehe schon in die Richtung. Ich mache da nicht so die Bedingung, ich muss jetzt nicht zusammen sein mit jemandem, um ihn zu lieben. Auch die erste Frau, die ich wirklich geliebt habe, wird definitiv auch weiter von mir geliebt. Und ich bin auch bis heute immer noch dankbar, Devo, dass du da warst. Zumindest für den Teil, der gut war. Der andere Teil hat mir zwar geschadet, aber der hat mich auch weitergebracht. Man wächst halt daran. Ne? Und lernt halt daraus. Und das ist das Schöne. Und ich glaube, ich würde niemanden... Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen mir und meinen Ex-Freundinnen oder meinen verflossenen Geliebten, die woanders hingeflossen sind. Ich würde wahrscheinlich keiner von denen die Tür vor der Nase zuschlagen. Aber ich könnte auch jetzt nicht sagen, ob ich mit denen jemals nochmal was anfangen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wer weiß. Und das ist halt das Ding so. Ich lege mich da nicht fest. Ich finde auch diese endgültigen und fatalistischen Einstellungen total scheiße. Das ist immer dieses, das ist deine letzte Chance. Oder wenn du jetzt nicht mich küsst, dann bist du friendzoned. Für immer. Oder wenn du, ja, es ist halt, ja, das ist die bedingungsvolle Liebe, ne? Das sind die Bedingungen, die jeder stellt. So und so viel Geld, so und so perfekt, so und so, so und so. Ich muss genauer hingucken. Naja, nee, und das ist ja genau das Ding. Im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Liebe ist ein Geschenk. Menschen, die sich begegnen, positiv zueinander sind und miteinander umgehen, das ist ein Geschenk. Und jede Gemeinschaft, die entsteht, und alle Menschen, die zusammenhalten und sich gegenseitig irgendwie helfen können, sind ein Geschenk füreinander. Und dann braucht man nichts vom anderen zu nehmen. Ne? Da brauchen wir auch keine Beziehungen mehr, sondern dann haben wir nur noch Beschenkung und Berührung. Ja. Und das ist das Schöne am Leben. Und das andere ist Ego, Scheiß, Chris, was wollen wir damit? Und ich glaube, jeder Mensch ist sich natürlich dessen auch bewusst, dass wir irgendwann entweder unsere Sexualität loslassen oder unsere Oberflächlichkeit. Ne? Also entweder werden wir abstinent, weil wir einfach mit Gleichaltrigen nichts mehr können und die Jüngeren uns auch nicht mehr wollen. Oder wir werden, was weiß ich, rüstig und haben immer noch Spaß und werfen unsere Oberflächlichkeit über Bord im Altersheim oder auf irgendeinem Campingplatz oder keine Ahnung. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich denke mal, das alles hat was damit zu tun, dass wir einfach darauf getrimmt sind, nach der Oberfläche auch zu gehen. Nur die Oberfläche ist halt nicht alles. Und doch können wir halt im Menschen, in dem Gesicht von dem Menschen, immer sehr viel erkennen darüber, wie dieser Mensch ist und was er uns eigentlich zu sagen hat mit seinem Aussehen und Blick. Ne? Ich bin zum Beispiel richtig frech. Das sieht man auch an meiner Lippe jetzt. Die ist so richtig schön mit hier so an der Seite, da wo ich geschlagen worden bin. Hä, jetzt bin ich noch frecher. Ja und? Ist doch gut. Frech zu sein lohnt sich. Macht viel mehr Erfahrungen, liebevolle Erfahrungen, als wenn man irgendwie immer nur die Fresse hält. So einen geschenkten Kopf. Oh, ich mach meine Arbeit, lass mich alle in Ruhe. Nee. Ich mach auch meine Arbeit.
Ich sag auch, lasst mich alle in Ruhe. Ne? Ich mache meine Arbeit halt anders. Ich bekomme dafür halt nicht so viel Geld. Manchmal auch nicht so viel Respekt oder sogar das Gegenteil. Sogar Hass. Weil ich ja genau da die Narbe gefunden habe. Das Fettnäpfchen mal wieder gefunden habe, erfolgreich. Aber das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, die Fettnäpfchen zu finden und da drauf zu zeigen und zu zeigen, hier, da hast du noch ein Problem mit deinem Ego. Weil du könntest auch einfach frei sein. Und dann wäre dieses Fettnäpfchen gar nicht da. Ja. Und das ist genau das Gleiche mit dem Triggern. Sich gegenseitig triggern. Das kommt genau daher, dass ich mich gegenseitig trigger, genau die richtigen Knöpfe drücke. Das kommt ja nur daher, dass ich die Knöpfe auch habe. Das heißt, solange ich noch irgendeinen Eifersuchtsfilm schiebe, wird es mir wahrscheinlich auch passieren, dass die Frau, die ich gerade liebe, vielleicht irgendeinen anderen Kerl mag. Oder vielleicht stört mich das auch einfach gar nicht mehr. Ne? Aber dazu muss ich natürlich dann auch selber mich weiterentwickeln, muss das Selbstbewusstsein bekommen, von mir selbst aus eine Frau ansprechen zu können und mal vielleicht auch mit einer landen zu können. Und das ist nicht halt meins. Ich bin da nicht so gut drin. Ich muss das auch nicht unbedingt sein. Ne? Weil ich verzichte auch manchmal lieber dann. Anstatt irgendwie krampfhaft, und da fühle ich mich auch nicht gut mit. Ich glaube, da fühlt sich niemand gut mit. Nee, dann warte ich lieber, bis irgendwie jemand unverkrampft ist, mit der richtigen Schwingung kommt. Und dann fühlt sich da auch gut an. Dann braucht man nichts zu erzwingen. Dann braucht man nichts zu verlangen. Und nichts zu beziehen. Nicht an irgendjemand zu zerren und zu ziehen, sondern kannst du einfach nur, boah, das annehmen, was da ist. Da ist Liebe. Und die Liebe ist da. Und das andere ist halt eine Illusion, so. Die Illusion vom Getrenntsein, vom Mann ist anders als Frau, Frau ist anders als Mann. Das ist alles nur dummes Gelaber. Frauen haben ein anderes Aussehen, aber sie sind nicht anders. Andere Voraussetzungen, weil wir es so geschaffen haben, weil es in dieser Welt so geschaffen worden ist. Da in der Richtung sieht man das? So hier, da. In der Richtung steht der Cloudbuster. Ungefähr. Und da hinten sind ein paar mehr Wolken. Aber da, wo der Cloudbuster steht, da ist natürlich alles frei. Oder relativ frei. Ja. Wie auch immer. Ich denke mir halt, die Menschen haben noch viel zu lernen. Vor allen Dingen die Oberflächlichen. Und ich frage mich eigentlich auch die ganze Zeit, was ist eigentlich mit diesem ganzen Flirt-Apps und Tinder und so? Ich meine, ey, ihr lacht mich bestimmt aus, ne? Aber ich so als so halber Aspi oder Asperger denke mir halt so, wie ist denn das? Ist das jetzt eigentlich, geht es da wirklich nur ums Ficken? Muss ich da jetzt irgendwie Frauen anschreiben und denen schreiben, oder geht es da wirklich darum, sich kennenzulernen? Ich habe mal versucht, so ein Gegengewicht zu machen, weil jetzt ja auch ganz viele Frauen immer noch schreiben, weil es kann ja auch sein, dass du noch Russen bist. Also, ich sag mal so, ich habe kein Problem damit, wenn eine Frau einfach nur Sex von mir will, mir das sagen. Wenn ich die auch will, dann ist das voll in Ordnung. Insofern Emanzipation. Aber ich bin halt nicht so ein Typ dafür, der jetzt so sagt, ey, aber es liegt auch daran, ich denke mal, da haben andere Erfahrungen. Es liegt auch daran, dass ein Kumpel von mir, der ist schon eher so drauf. So, der hat auch immer so, ja,
Gas. Ja, immer einen am Start, weißt du so. Könnte ich auch ein bisschen neidisch drauf sein, bin ich vielleicht auch. Aber ich habe da so einen Typ, also einen Kumpel, der hat halt gemeint, ja, mach doch einfach. Weil ich meinte so, boah, ich finde die eine aus meiner unserer Klasse so heiß. Ich würde gerne mit der so. Ich war kurz vorher noch in eine andere verliebt aus der Klasse. Aber unglücklich, wie immer. Und eigentlich wollte ich dieses unglücklich verliebt sein Muster damals knacken. Dass ich immer unglücklich verliebt war in eine, die ich toll fand. Und das ging aber nicht. Weil ich habe die dann gefragt, also die andere. Und der meinte so zu mir, ich soll die einfach fragen, ob die Bock hat. Und dann habe ich die gefragt und die hat einfach ja gesagt. Und ich so, okay, cool. Und dann wollte sie aber doch nicht. Weil sie mitbekommen hat von den anderen Mädels, dass ich ja noch in die andere da verliebt war, bla bla bla. Aber das ist im Endeffekt, das ist auch scheißegal. Ich meine, mittlerweile, die bumst bestimmt schon mit, was weiß ich, wie vielen Typen durch die Gegend und ist so überall auf der Welt unterwegs als Stewardess und was weiß ich. Ist doch ganz normal. Ja. Und, für die, weißt du? Für mich ist halt so, ist es irgendwie nicht so normal, aber ich denke mir halt, damals hätte ich das knacken können. Auch dieses unglücklich verliebt sein immer in Frauen, die mich dann nicht wollen, ne? Ich weiß nicht, jetzt muss ich es halt jetzt noch knacken, weil ich hab's halt damals noch nicht geschafft, ne? So. Bin zwar keine Jungfrau, hab meine Erfahrung, aber ich will immer noch eigentlich gerne mal eine Frau wirklich anmachen, die ich attraktiv finde von mir aus und die von mir aus anmachen und die dann gewinnen. Und nicht immer darauf angewiesen sein, dass mal eine auf mich zukommt. Und weil ich sagen muss, ich hatte das Glück irgendwie schon, dass auch mal von selbst eine so auf mich zukam, die genau gepasst hat. Aber eben auch nur eine Zeit lang. Wobei, das ist egal. Ich meine, die war noch ziemlich jung. Die habe ich auch erwähnt in dieser Videoreihe. Ja, auf jeden Fall. Also unglücklich bin ich nicht. Ich denke nur, manchmal ist es schon ziemlich traurig, wenn man so sieht, weißt du, was für Arschlöcher überall rumrennt. Wie oft Frauen auch darüber rumheulen. Dann, weißt du, so einfach, dass es ihnen nicht gut geht mit diesen ganzen Wichsern. Ne? Und dann bist du da und nur weil du schüchterner bist, kommen die nicht auf dich und dabei könntest du viel besser mit denen umgehen und du weißt es auch. Und du weißt auch, dass dieser komische, grobschlächtige Wichser, der da gleich die nächste abgeschleppt hat, ohne Eifersucht jetzt oder so, dass der irgendwie zwar vielleicht länger seine Latte halten kann, aber der viel weniger herzlich sein wird. Es gibt auch Frauen, die stehen auf diese Kälte, so. Ne? Aber meine Ex kam ja zum Beispiel auch zu mir an und meinte so, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr hardcore gefickt werden. Mir tut alles weh. Ja, und dann gibt's halt so blöde Wussis, die immer so beschimpft werden und so runtergemacht werden wie ich, die dann Erbarmen haben und sagen, also nicht Mitleid, nicht aus Mitleid, sondern aus Liebe, Erbarmen haben und dann sagen, hey, okay, dann mach doch mal eine andere Erfahrung als das. Merk das auch mal. Nimm das mal an, aber ich kenne das selbst so von mir, so, dann passiert mal was Gutes und es ist wirklich schön und dann kommt ständig irgendeine Scheiße und irgendjemand kommt rein und macht es dir kaputt. Und ich habe auch das Gefühl, das ist in dieser Welt wirklich so, sobald du was zu Liebevolles und zu Positives ausstrahlst, musst du echt aufpassen, gerade in so Städten, in so Satanisten-Hochburgen, ja, dass da nicht irgendwelche Wichser dann versuchen, das zu zerstören. Und das ist halt auch dieses krasse Negativmuster. Weil du hältst dadurch, dass du die Leute auseinanderhältst, dass die Leute nicht mehr zusammenhalten,
können die halt mehr Profit machen. Ne? Singles geben mehr Geld aus, um verzweifelt irgendwelche Frauen zu finden oder Männer zu finden und gehen öfter weg. Ne? Und dadurch hast du natürlich dann mehr Profit. Und deswegen ist halt das Ziel natürlich auch, Beziehungen kurz zu halten, Trennungsgeschichten zu erzeugen, Gerichtskosten und alles Mögliche, was die alles an Geld machen, damit Menschen zu trennen und Beziehungen und Liebe zu zerstören. Das ist halt schon ein richtiger wirtschaftlicher Faktor. Und er wird auch genauso, das wird auch wirklich so fucking verwendet von denen, weil die das einfach wirklich als Profit sehen und auch so nutzen wollen. Und da muss man halt einfach tierisch aufpassen, wenn man das nicht auf dem Schirm hat und nicht einfach nach seinem innersten Gefühl geht, anstatt sich ablenken zu lassen von oberflächlichen Problemen, die man hat, dann wird man ganz schnell in diesen Negativstrudel so krass mit reingezogen, dass du dass wirklich alle möglichen positiven Beziehungen, Gemeinschaften, die sich gegenseitig unterstützen, kaputt gehen. Das soll auch so gemacht werden, damit eben weiterhin die Macht auf der Seite der Obrigkeit liegt und die Menschen als zusammenhaltende Vereinigung nicht stark genug sind, um sich gegenseitig zu unterstützen und sich dementsprechend dann auch zu wehren gegen sowas. Ja. Also es ist eigentlich nur eine Warnung. Muss ja nicht so sein. Man muss auch nicht so negativ denken unbedingt. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass ich jetzt grundsätzlich denke, dass alle Menschen so sind. Aber es gibt schon eine ganze Menge, wirklich eine ganze Menge Menschen, die komischerweise dieses Spiel halt mitspielen. Oder noch nicht mal komischerweise, eigentlich wundert mich das überhaupt nicht. So naiv bin ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass sie das mitspielen, weil es Geld bringt und weil es ihnen ein gewisses Gefühl der Befriedigung und Macht bringt, anderen Menschen leiden zu sehen. Und weil sie sich auch an Leid anderer ergötzen. Genau. Und dann gibt es halt zum Glück auch liebevolle Menschen, die eben was ganz anderes wollen. Die sich nicht davon abbringen lassen. Und ja, davon hoffe ich eigentlich ehrlich gesagt noch viel mehr zu treffen. Und ich glaube, wir können jeder so für sich, wenn jeder so in seine Kraft kommt, so eine Stärke entwickeln, dass wir diese ganze andere Scheiße von uns abhalten können. Weil die ziehen dann irgendwann einfach den Kürzeren. In dem Sinne, wenn ihr das gut fandet, was ich hier so, also mein Video und so, mein Kanal und tralala und so, dann mal so einen Daumen nach oben und gebt mir gerne ein bisschen Geld oder so. Ich kann es immer gebrauchen. Hab nix. Nee, Quatsch. Abonniert mich und so. Verbreitet mich einfach weiter. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich auch kein Geld. Woher soll es auch kommen, ne? Geldbaum habe ich noch keinen gesät. Naja, ciao. Leben am Ende des Regenbogens. Ja. Ja, das wollte ich euch nochmal so zum Denken mitgeben. Also Frauen, schnappt euch die schüchternen Männer. Männer, könnt euch auch mal ruhig zurückhalten, öfter mal. Das ist ein krasser Shit, ey. Das ist Frankfurt übrigens, da in die Richtung. Aber es ist jetzt nicht mehr meine schlechte Laune. Ich habe hier meine gute Laune. Ihr könnt da hinten eure schlechte Laune haben. Ihr dürft ruhig da hinten ganz alleine für euch schlecht gelaunt sein und mich mit eurer Scheiße in Ruhe lassen. Okay? You are